Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die Limited Edition der Goodie Box bei mir eingetroffen. Das ist die Vegan Goodie Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem schönen Böckchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box bekomme ich ja auch in der Kooperation von goodiebox.de zugeschickt. Das ist eine Box aus Dänemark und die haben eine Limited Edition rausgebracht, die 29,95 € kostet. Das ist dieses Schätzchen hier, die ist vom Design her genauso wie auch die Goodie Boxen so sind. Das heißt, du hast hier eine Schublade tatsächlich und die ist deutlich schwerer als die normalen Goodie Boxen, denn sie kostet ja auch 10 Euro mehr. Das muss man auch bedenken, aber es ist die Limited Edition. Vegan ist ja sowieso zurzeit so ein absolutes Trendthema, ne? Also irgendwie bringt jeder auch eine vegane Edition raus und ich finde es irgendwie cool. Vegan ist abgefahren, das ist genau so. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Goodie Box sich hier überlegt hat, welche Produkte sie reingepackt haben und womit sie uns überraschen. Ja, ich kann leider keinen Gutscheincode für diese Box geben, aber für die Goodie Box an sich, den blende ich dir hier mal ein. Das ist der Gutscheincode, den du verwenden kannst, wenn du die Box an sich abonnieren möchtest. So, dann schauen wir uns mal die Goodie Box Limited Edition an. Finde ich total cool. Hier steht es auch nochmal drauf, aber sehr, sehr dezent. Das heißt, du hast hier auch wirklich ein sehr schlichtes Branding. Das habe ich ja hier auch. Da stehen die Boxen ja bislang noch über meinen Lidschattenpaletten-Sammelfiechern. Und ich werde mir aber aus den ganzen Goodie-Boxen so ein Regal bauen quasi, wo du dann die einzelnen Schubladen rausziehen kannst, weil ich finde das total klasse. Okay, wir machen es auf. Das Ganze soll übrigens einen Warenwert von über 100 Euro haben und da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf. In der Einfachheit halber nehme ich jetzt mal die komplette Schublade hier in die Hand, weil es einfach handlicher ist. Normalerweise zieht man einfach nur die Schublade raus. Ich finde ja nicht nur das Design hier vorne drauf sehr, sehr schön, weil das so schön natürlich aussieht. Ich finde es auch einfach gut gemacht, weil du hier eine Schublade hast. Du kannst die Box an sich auch super wiederverwenden. Ja, und das gefällt mir. Genau. Mir kommt auch ein sehr kräuteriger Geruch und Duft entgegen. Und hier haben wir das Magazin. Ich liebe es übrigens, mir diese Beschreibungen durchzulesen, was die sich hier dabei gedacht haben. Ernsthaft. Einige von uns lieben Naturkosmetik, andere halten Ausschau nach parfümfreien Produkten und wieder andere wollen einfach gern Neues ausprobieren. Ich gehöre zu denen, die gerne Neues ausprobieren. Die guten Nachrichten, hier ist Platz für jeden von uns. Also sei du selbst und mach dein Ding. Nicht nur im Badezimmer, sondern auch im echten Leben. Cool, mache ich. Unsere Limited Edition Box ist der perfekte Weg, vegane Kosmetik kennenzulernen, unabhängig davon, ob du schon vegan lebst, deine Routine Schritt für Schritt umstellen möchtest oder einfach Lust hast, ein paar Beauty-Alternativen zu testen. Was dich erwartet? Eine besondere Auswahl an veganen Produkten zum Pflegen und Schminken, die ohne tierische Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe auskommen und von unseren Beauty-Experten sorgfältig für dich ausgewählt wurden. Und wusstest du eigentlich, dass es glücklich macht, deinen Entdeckergeist zu wecken und Neues zu wagen? Probier es einfach mal selbst aus. Alles Liebe, Marita, Federico, Dominik, Chrissy, Freya, Theresa, Caro und Vivi vom Team Goodie Box. Ich glaube, ihr vermehrt euch mit jeder Box, oder? Finde ich cool, dass die Firma wächst. Hier hast du die ganzen Produkte mit Informationen, mit witzigen Informationen abgebildet. Und ja, wir gucken doch einfach mal rein. Also, die Goodie Box verzichtet auf dieses Krüppelpapier. Die haben hier ein Butterbrotpapier drumherum mit einem Klebi, der schon von alleine geöffnet war. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box oder in die Schublade. Als erstes haben wir hier ein dekoratives Produkt drin und zwar ist es ein Nagellack von Green. Coole Farbe, Potato Corn Maniac Wheat Coco Bamboo. Natural Nail Color. Okay, hä? Was ist das? Es ist ein Nagellack mit Kartoffeln, Mais, Maniok, Weizen, Kokos und Bambus? Cool. Echt cool, wenn das daraus besteht. Von Manucurist oder Manucurist Paris? Ich weiß es nicht. Das ist vegan und cruelty-free. Bird of Paradise ist die Farbe und 80% sind von Bio-Sourced Ingredients, also Bio-Zusatzinhaltsstoffe. Werde ich heute Abend tatsächlich machen, denn mein Nagellack verabschiedet sich schon. Da hatte ich jetzt hier von Essence den Daisy-Nagellack drauf gemacht. Und ja, halt den Finger in diesem Schimmerton, ne? Ja, cool. Da werde ich mir dann nachher mal so ein
geiles Gedöns machen. Ich weiß gar nicht, das ist so ein grelles Peach oder so. Ich weiß es nicht. Finde ich cool. Dann haben wir hier in einer ähnlichen Farbe von Dr. Botanicals Po. Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Mask. Oh, Sprachgammel. Moin. Ja, das ist eine Maske, die du dir nachts drauf machst. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Ich habe bis heute noch nicht wirklich so eine Schlafmaske ausgetestet. Also ich habe das nicht über Nacht drauf gemacht. Ich habe mir das wohl mal abends drauf gemacht und dann rumgeproddelt und dann irgendwann das abgewaschen, ne? Aber ich habe noch nie mehr das über Nacht tatsächlich drauf gemacht. Muss ich tatsächlich mal. Ich liebe Masken. Masken und ich, wir sind ganz große Freunde. Echt, wir sind so miteinander. Aber irgendwie habe ich da, weiß ich nicht, ich bin ein Bauchschläfer. Ich habe immer Angst, dass die ganze Geschichte dann in meinem Kissen landet. Auch wenn man sich das nur so ganz dezent drauf macht. Also so anstelle von einer Abendcreme, Nachtcreme quasi. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, es funktioniert bei mir irgendwie kopfmäßig nicht, ne? Ich muss es einfach nur mal machen. Okay, die hatten wir auch schon in dem ein oder anderen Adventskalender, glaube ich, drin. Oder in der anderen Box, ich weiß es nicht. Es kommt mir sehr bekannt vor. Und du kannst die 2 bis 3 Mal pro Woche verwenden. Machst die halt abends auf deine normale, trockene, saubere Haut drauf. Und, jo, damit tau. Und am nächsten Morgen Gesicht reinigen und gut aussehen, ne? Das ist so eine richtig süße, pinke Geschichte. Ich finde das hübsch. Ich finde es wirklich hübsch. Ich muss es anwenden. Die ist vegan, cruelty-free und natural world. Eine natürliche Welt. Okay, hier haben wir von E-Cooking eine Claymaske. Das ist eine Gesichtsmaske, die reinigend ist, wahrscheinlich. E-Cooking ist, glaube ich, ganz schön teuer, oder? Mit Iris-Extrakt und Zink-Salt. Okay, Zink ist gut, wenn du so Pickel hast oder Pickelmale, weil das ist für die Hautregenerierung bzw. zur Heilung immer eine ganz gute Geschichte. Ich habe aktuell recht dicke Foundation drauf, ja. Ich habe eine ziemlich üble Haut aktuell und da ist sowas eigentlich ganz geil. Ich habe nur ein bisschen, wie sage ich das jetzt, habe ich in meinem letzten Aufgebraucht-Video, glaube ich, auch erzählt oder in einem anderen Unboxing, ich weiß es nicht. Ich muss aktuell etwas aufpassen, dass ich nicht die ganze Schmoddergeschichte nachher in den Abfluss mache, weil letztens saß unser Abfluss zu oder meiner vielmehr, weil ich habe ja mein eigenes Waschbecken. Ja, seitdem überlege ich halt echt, wie mache ich das, ne? Wahrscheinlich am besten mit einem Kosmetiktuch abnehmen, das Kosmetiktuch dann quasi wegschmeißen mit dem groben Kram drauf und dann den Rest abwaschen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie. Shame on me. Mein Freund hat sich tierisch gefreut. Nicht. Okay, also das soll quasi die Poren minimieren, ja, rote Geschichten wegmachen, das Ganze ebnen und ölige Haut kurieren. Ja. Ach so, und das trocknet komplett runter. Ich muss mal gucken, wie ich die verwende, ne? Ich habe ein bisschen, naja, eigentlich finde ich sowas geil. Ich werde es verwenden. Ich sag's meinem Freund noch nicht. Huygens Paris. Huygens Paris Le Gel Nettoyant Visage. Das ist irgendein Purifying Face Wash. Okay, das ist ein Infusion Blanche. Okay, das ist ein Gesichtsreinigungsprodukt. Auch vegan, tierversuchsfrei, bio-organic und da steht hier auf verschiedenen Sprachen drauf. Wir gucken mal hier in das Heftchen. Bye-bye Pickelchen mit Teeextrakt und der sanft schäumenden Formel reinigt der vegane Gesichtsreiniger deine Haut, befreit sie von Unreinheiten und das ganz ohne ein spannendes, trockenes Hautgefühl zu hinterlassen. Einfach auf das feuchte Gesicht auftragen, einmassieren und mit lauwarmem Wasser abwaschen. Auch das wird jetzt aktuell voll gut zu mir passen, ne? Weil ich habe aktuell echt, keine Ahnung, ich habe ja meine Pille vor circa einem Jahr eigentlich abgesetzt und jetzt aktuell rastet meine Haut wieder vollkommen aus. Das ist wahrscheinlich, weil die Sonne draußen wieder rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Oder weil die Erdbeerwoche im Anmarsch ist. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Das riecht wirklich nach Teebaumöl. Und ich benutze ja auch so Teebaumöl für meine Pickelviecher. Deswegen cool. Als nächstes haben wir eine bekannte Marke von Humankind. Hatten wir schon mal was mit in der Box. Und das hier ist jetzt eine Moisturizing Facial Cream. Okay, mit White Peony Extract, Baobaböl und Algar Extract. Vegan and Natural and Animal Friendly. 75 Milliliter. Das sieht soweit ganz freundlich aus. Ich persönlich mag es auch lieber, wenn die Gesichtscremes in Tuben drin sind oder in Pumpspendern. Ich mag das nicht mehr so gerne, wenn ich mit meinem Finger in Pöttchen reingehe. Ich weiß nicht. Ist so ein Gefühl halt, ne? Deswegen mag ich das, wenn es halt in so, ja, Tuben drin ist.
Stillen Sie durstige Haut mit unserer 2-in-1 Feuchtigkeitscreme. Hilft bei der Pflege und Verjüngung der Haut und verhilft der Haut zu einem strahlenden Aussehen. Es kann unter der Haut getragen werden. Unter der Haut? Aha. Wie? Ah, wahrscheinlich kann das morgens und abends getragen werden. Soll das heißt, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie merkwürdig übersetzt. Hervorragend zur Pflege von unebener Haut für den täglichen Gebrauch, angereichert mit White Peony Extract. Was heißt das? Zur Verbesserung der Hautgleichmäßigkeit und mit Algenextrakt zur Glättung der Hautoberfläche und Verringerung der sichtbaren Faltentiefe. Enthält auch Baobaböl zur Pflege trockener Haut. Aber was ist White Peony? Weißes Pony? Keine Ahnung. Süßmandel. Oh, guck mal. Wie eine gute Freundin kümmert sich die Gesichtscreme von Human and Kind um deine Haut. Natürliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Süßmandel, Shea und Kakaobutter beruhigen sie, wenn sie gereizt ist, spenden eine extra Portion Feuchtigkeit und wirken bei Narben und Pigmentflecken Wunder. Täglich anwendbar. Cool. Riecht sehr dezent. Das finde ich auch ganz angenehm. Hier haben wir was Großes. Happy Naturals Soothing Shower Oil. Okay. Monoiröl und Shea Butter. Ach. Das ist cool. Was ist das? Ein Duschöl. Frei von Paraben, Petrochemicals, Sulfaten und Silikon. Okay. Und 97% natürliche Bodycare. Mhm. A luxurious shower oil to help hydrate and nourish skin. Riecht sehr sanft. Sehr sanft. Soothing Monoiröl, Moisturizing Shea Butter, Calming Aloe Vera. Mensch, das hört sich echt freundlich an, ne? Also happy wird es mich garantiert machen. Und das hat auch nicht so eine zu dicke und nicht eine zu dünne Konsistenz. Also das gefällt mir schon mal optisch ganz gut. Ja, wird verwendet. Als letztes haben wir dekorative Kosmetik hier drin. Yay! Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe meine Füße angehoben und damit gewedelt. Keine Ahnung. Das ist von der Marke Gosh. Okay. Color Correcting Kit. Oh nein. Schade. Wenn das jetzt irgendwie eine coole Lidschattenpalette gewesen wäre oder so. Ja, weil Color Correcting mache ich nun mal gar nicht, ne? Das macht jetzt auch keinen Sinn, was hier ist so ein Klebi drauf, den mache ich jetzt nicht auf. Aber wir sehen ja hier, das sind die verschiedenen Farben. Da kannst du Rötung mit ausgleichen, da kannst du dunkle Augenschatten mit abdecken und so weiter. Und hier sehen wir bei der Lady natürlich, wie sie die verschiedenen Farben in ihrem Gesicht anwendet. Ich bin ehrlich, ich verwende sowas nicht. Da lasse ich dann lieber in der Foundation so ein bisschen so einen Pickel durchscheinen, wie jetzt hier oder hier am Kinn, ne? Als dass ich dir jetzt ganz viel draufklatsche und dann hast du da so eine Schicht und dann dreht man sich zur Seite und dann denkt man sich, wow, was hat die denn da für ein Horn? Ich weiß nicht, wie das mit dieser Palette funktioniert, aber da ich halt tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen mit Color Correcting gemacht habe, werde ich die jetzt auch nicht verwenden. Ja. Jo, ihr Lieben, das war jetzt die Goodie Box in der Vegan Edition. Fand ich im Großen und Ganzen ganz cool, weil du kannst irgendwie alles halt so verwenden, ne? Das sind alles sehr nützliche und sehr praktische Produkte, die jetzt nicht irgendwie exorbitant außergewöhnlich sind, dass du nicht weißt, was du damit anfangen sollst, sondern es sind einfach Produkte, die man im normalen Leben verwendet. Jo, ich freue mich drauf, gleich den Nagellack drauf zu machen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!